Hallöchen, 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 herzlich willkommen zurück zu The Book of Unwritten Tales 2. Wir haben in der letzten Folge, glaube ich, mit dem Hausmeister gesprochen, müssen jetzt dafür sorgen, dass wir diese Flugkobolde wieder einsammeln. Und ich weiß noch nicht so genau wie. Da müssen wir schon irgendwas mit dem Gift und der Pflanze. Irgendwas müssen wir damit machen. Er war ganz verrückt nach dem Märchenbuch. Oder besser gesagt, nach den Bildern der Prinzessinnen darin. Okay. Was? Egal, da wollte ich gar nicht hin. Das gehört sich nicht, genau. Kitschiges Märchenbuch. Können wir das nicht irgendwie an die Pflanze machen? Das hätte ich jetzt gern da zur Pflanze gemacht. Oder können wir den Blasebalg da vielleicht das Gift aufsammeln? Geht auch nicht. Trockene Bretter, öffnen Zauber. Automatisierungszauber. Kann ich die Pflanze automatisieren? Feenzauber. Nein. Ein paar alte Münzen. Ja, man kann die Prägung kaum noch erkennen. Kann ich den... Hallo? Wie kann ich Ihnen behilflich sein, Herr oder Frau? Hier Benutzername eingeben. bist du ein Geschenk? Von wem? Du siehst ziemlich teuer aus. Danke. Und du bist ein Geschenk? Du gehörst jetzt mir? Das Geschenkpapier und die Grußkarte lassen diesen Schluss zu. Aber... wer ist A? Ungenügende Parameter. Vielleicht Alistair, der Erzmagier. Mordred Michael Mechthild Alistair, Erzmagier von Seefels. Er dachte wohl, ich könnte etwas Hilfe benötigen. Sehr lieb von ihm. Mechthild. Okay, kann man auf dir kostenlose Spiele spielen? Kann man auf dir Spiele spielen, die zunächst kostenlos zu sein scheinen, die einem dann aber langfristig viel mehr Geld aus der Tasche ziehen, als sie wert sind? Nein. Nein. Ich bin ein Arbeitsgerät und wurde nicht für unproduktive Beschäftigungen wie Spiele entwickelt. Schade. Okay. Du bist bestimmt voll nützlich. Ich wette, du bist bestimmt voll nützlich. Ungenügende Parameter. Na hör mal, man kann auf dir schreiben und malen und so. Kennst du ein paar Zaubersprüche? Nein. Kannst du mir Tipps geben, wie ich meine Aufgaben lösen kann? Solange es nicht um Rezepte geht, vermutlich nicht. Ich mag dich trotzdem. Was denn für ein Rezept? In Ordnung. Over und out. Okay. Irgendwie muss ich das Märchenbuch doch... Ich habe das Märchenbuch vor dem aufdringlichen Kobold gerettet. Vielleicht kann ich das Buch benutzen, um ihn damit in eine Falle zu locken. Ja, genau. Das ist ja meine Idee. Aber ich kann das hier nicht einfach an die Pflanze hinlegen oder so. Mal Hotspots, haben wir nur die Pflanze, den Tisch. Das ist der Tisch von Chantal, der Tochter der unterschiedlicher können zum Timmy hin. Ja. Nadel und Faden. Wenn man Nadel und Faden dabei. Wie Poki so schön sang. Wenn ich jetzt da nah rangehe. Kann ich mit dem Blasebalg. Ich sollte das nicht allzu oft machen. Ein Funke und wir haben dasselbe. Damals hatte Ja. Warum ist das denn da? Deaden. Ich konnte. Da war ein Hotspot, aber ich konnte gar nicht ran. Halt dir mal die Nase zu. So, jetzt kann ich die Gaswolke betrachten. Warum kann ich das nicht einfach... Kann ich das mit dem Blasebalg vielleicht... sauge die Gaswolke ein. Das war meine zweite Idee. Sehr gut. Gasgefüllter Blasebalg. Hallo? Darf ich doch irgendwas tun jetzt? Hä? Was? Nein! Manchmal ist das von der Steuerung her ein bisschen hakelig. Muss ich ja leider doch zugeben. So, Blasebalg. Wo ist der Kobold? Ach, der sitzt da. Blasebalg, neble den Kobold ein. Ja, ob das so einfach geht? Ich glaube nicht, dass ich sie mit dem Gas erwischen könnte. Sie flattern ein paar Mal und schon sind sie aus der Gefahrenzone. Verdammt. Außerdem flattern sie ein paar Mal und sind aus der Gefahrenzone. Das hat er gerade schon gesagt. Ich habe eine stinkende Schule. Ich einfach... Er hätte das Buch bestimmt gerne wieder. Aber wenn ich es ihm gebe, würde er nur damit davonfliegen. Kann ich das irgendwo in so einen Käfig tun? In welche Falle?
Ach, da in... Vielleicht kann ich ihn in eine Falle locken. Ich verstehe. Guck mal, das Buch mit der heißen Prinzessin. Hey, schau mal, das Buch. Mach zu. Jetzt habe ich dich. Naja, irgendwie. Eingesperrt an einem dunklen Ort, zusammen mit dem Märchenbuch. Ein Schelm. Zeit für Verhandlungen. Wer Böses dabei denkt. Ach, jetzt kann ich erstmal mit ihm reden, okay. Hallo? Hörst du mich? Nein. Ich hab nichts gegen dich. Aber du musst die Schule verlassen. Hier drin ist es zu gefährlich für euch und ihr stört den Betrieb. Ich öffne jetzt langsam die Tischplatte und du kommst friedlich mit. Einverstanden? Also gut. Nee, der fliegt weg. Mach es nicht. Au. Entschuldigung. Das wollte ich nicht. Oh. Ich sollte das Beste daraus machen. Ich verstaue ihn sicher in der Federmappe hier. Was? Haben wir den ins K.O. geschlagen? Oh. Kann ich ihn jetzt vergasen? Oh. Ich glaube, er ist schon aufgewacht. Und der ist auf Krawall gebürstet. Kann ich den denn jetzt... Nö. Der kleine Kerl in der Federmappe versucht, sich zu befreien. Er scheint ziemlich sauer zu sein. Besser, ich bin nicht das Erste, was er sieht, wenn die Federmappe geöffnet wird. Der Pflanze kann ich das aber auch nicht nutzen. Nicht das Erste. Vielleicht können wir da dem Troll geben. Hetze den Kobold auf den Troll. Auf keinen Fall. Den anderen Kobold hat er zu Matsch gehauen. Ich will nicht, dass meinem kleinen geflügelten Freund etwas Schlimmes passiert. Ach komm, ey. Ich habe gerade nichts mit... Ja, muss nicht mit ihm zu bereden. Da können wir nicht rein, scheinbar. Die Tür zur Zaubererschule besteht eigentlich aus mehreren Türen. Eine für große Wesen wie Trolle. Eine für Menschen und Elfen und dergleichen. Dann gibt es eine für Zwerge und Gnome und eine für noch kleinere Wesen. Das soll symbolisieren, dass jeder in der Schule willkommen ist. In der Realität werden allerdings fast nur Menschen Magier. Ich bin der erste Nichtmensch seit vielen Jahren, der es zum Diplom Magier geschafft hat. Hoffentlich bringt das andere dazu, es auch zu versuchen. Okay. Solange ich die drei Aufgaben nicht geschafft und dem Direktor Bescheid gegeben habe, kann ich hier nicht raus. Ich will ihm und der Ratsvorsitzenden keine Chance geben, mich als schlechte Wahl des Erzmagiers dastehen zu lassen. Dann kann ich das ja vielleicht hier vor dem Direktor mal öffnen, das Federmäppchen, und mal schauen, wie der Kobold dann reagiert. Federmäppchen? Lasse den Kobold auf Direktor Bloch Zeit los. Für ein wenig Ablenkung. Hoffentlich stürzt er sich wirklich auf den ersten, den er sieht, und nicht auf den kleinsten. Ja, bestimmt. Dann kann ich mir nämlich was von dem Zauberpulver da mopsen. So, das wäre das. Als nächstes... Ah! Ach, das... Ah! Weg! Haben Sie das gesehen, Wetterquarz? Unverschämtheit! Unglaublich, was man sich hier gefallen lassen muss. Ganz schlimm, Herr Direktor. Hat er den schon für immer verjagt? War da nicht auch mal Nehme irgendwas? Nee. Wo ist der denn jetzt? Wo ist denn jetzt der Kobold? Entschuldigen Sie, Direktor Bloch. Ja. Ja. Ich habe den Hausmeister-Troll übrigens kennengelernt. Ich habe den Hausmeister-Troll kennengelernt. Ich weiß, was Sie sagen wollen. Ich bin auch nicht begeistert davon. Trolle sind missmutig, langsam und unverschämt. Aber was sollen wir tun? Sie haben den Hausmeistermarkt fest in Ihrer Hand. Wir müssen damit leben. Immerhin konnten wir einen guten Vertrag aushandeln. Wie meinen Sie das? Paragraph 1, Absatz 1. Der Troll darf mit keinem Schulangestellten oder Schüler sprechen, sofern er nicht explizit dazu aufgefordert wird. Ach. Okay. Dann mache ich mich wieder nur... Ja. Jetzt ist... Okay. Der Kobold ist jetzt weg, oder was? Kann ich ihm jetzt sagen, dass er nicht mit mir reden darf? Scheinbar nicht. Ich habe gerade... Nee.
Da oben ist ja noch ein Kobold. Können wir den denn irgendwie durch Fensterstellungen rauslocken? Obwohl, soll der raus? Ich weiß es nicht. Die sollen ja weg. Der Kobold da scheint besonders unternehmungslustig zu sein. Er war der Erste, der aus dem Klassenzimmer geschlüpft ist. Und nun dreht er da ganz oben seine Kreise. Kommt er denn auch mal? Fliegt er auch mal oder bleibt er da oben in der Ecke hängen? Falls ihr nicht seht, er ist übrigens da. Und er bewegt sich ja gar nicht. Doch jetzt. Den Hebel? Ne, war der falsche. Den Hebel. Und tschüss. Hab ich den jetzt da rausgekickt? Ach, wo haben wir denn das Häufchen Kaminreisepulver her? Mit diesem Pulver kann man zu jedem Kamin reisen, der sich im Kaminnetzwerk befindet. Man muss es nur ins Feuer werfen und fest an die drei Symbole denken, die zum Zielkamin gehören. Wo haben wir das denn her? Haben wir das genommen während der... Und was müssen wir jetzt noch tun? Wir müssen noch aufräumen, oder wie war das? Solange ich die drei Aufgaben nicht geschafft und ich will ihm und... Okay. Können wir ihm sagen, hey, die Kobolde sind weg? Dass er uns mal so ein Update gibt, wo wir überhaupt gerade stehen mit unseren Aufgaben? Entschuldigen. Ja. Wegen Aufgaben. Ach, Okay. Dann mache ich nur. Okay. Hallo? Können wir jetzt Bretter in den Kamin legen? Das geht. Ich hoffe, das ist kein Schuleigentum, das Sie da verbrennen wollen, Professor. Stimmt, das geht ja nicht. Nur ein paar alte Bretter. Es sind nur ein paar alte Bretter. Hier aus der Schule? Schon. Aber sie hätten eh schon weggeworfen werden sollen. Sie hätten sie wegwerfen sollen, haben das aber nicht getan. Ich hätte sie nicht wegwerfen sollen. Es war nicht meine Aufgabe, sie wegzuwerfen. Wir hatten einige Arbeiter aus der Stadt engagiert, um die Schule vom Schrott zu befreien. Sie haben diese schlampigen Arbeiten nicht ordnungsgemäß überwacht? Immer bin ich schuld. Und nun wollen Sie die Beweise für Ihre Nachlässigkeit beseitigen? Das gibt einen Akteneintrag. Was? Laber nicht. Ich möchte da jetzt Holz reinlegen. Ich hoffe, dass... Absolut nötig. Schon, aber es ist absolut nötig. So, warum das? Na, weil ich zur Bibliothek kommen will. Zurzeit herrscht überall Magiermangel, oder? Und die Schule bezahlt nicht gut. Sie bezahlt angemessen. Na. Wenn wir Magier überzeugen wollen, hier zu arbeiten, dann müssen wir ihnen etwas bieten. Kaminfeuer, kostenlose Getränke, vielleicht ein Mittagsbuffet, Massagen? Hören Sie auf zu scherzen. Scherze kosten Arbeitszeit. Verdammt, aber wir machen es direkt nochmal. Vielleicht muss man da die richtigen Sachen sagen. Oder es geht einfach überhaupt gar nicht, das weiß ich natürlich nicht. Wir machen nochmal das. Ich dachte, wenn es hier ein wenig wärmer und gemütlicher wäre, ließe es sich besser arbeiten. Gemütlichkeit ist wohl kaum dazu geeignet, die Effektivität des Lehrkörpers zu steigern. An die Arbeit. Verdammt. Okay. Nochmal. Weil es so schön war. Ich... Ja. Nein. Nein? Nein. Naja. Ist es Schuleigentum oder nicht? Okay. Das geht also nicht. Dann haben wir, glaube ich, noch eine andere Möglichkeit bei dem zweiten Dings. Es sind nur... Hier aus der Schon? Sie hätten... Ah, hier mal. Besser verbrennen als wegwerfen. Ich habe mir gedacht, warum die Bretter wegwerfen und dann teures Brennholz verschwenden. Warum unnötig die Schulfinanzen belasten. Genau. Gut mitgedacht, Professor Wetterquarz. Machen Sie weiter. Oh Mann, auch außerhalb des Klassenraums ist der Job komplizierter, als ich gedacht hätte. Aber Hauptsache, wir haben es geschafft. So, kann ich jetzt da Kaminreisepulver? Ich sollte erst einmal ein Feuer entzünden. Ach so. Hier, mit dem Zauberstab? Ich weiß nicht, wie man Feuer herbeizaubert. Kann sein, dass das eigentlich zur Magierausbildung gehört, aber ich hab's nie gelernt. Verdammt. Noch fehlen ein paar Seiten.
Okay, wir haben ja diese Feuermachmaschine hier im Klassenzimmer. Aber was wir damit anzünden sollten, ist die Frage. Und wozu haben wir jetzt dieses Giftgas? Haben wir den Apfel nicht eigentlich schon mitgenommen? Benutzen wir nochmal den Feuermacher? Geht das überhaupt? Vielleicht funktionierte der Feuermacher früher ein... Ach Moment, da muss doch Gas rein. Da muss doch, oder? Da musst du doch Gas rein. Ha, fülle Gas in den Feuermacher. Genau, ich erinnere mich. Also gut. Wenn dieses Gas nicht brennbar ist, dann weiß ich auch nicht. Ja. Das war's. Die Maschine ist betankt. So, kann ich jetzt... Dann wollen wir mal. Genau. Okay, Heureka, ich bin der Herrscher des Feuers. Ich bin der Herrscher des Feuers. Wem sage ich das? Es ist niemand hier. Oh, die Pflanze ist da. So, können wir jetzt irgendwas anzünden? Ich werde diese Pläne der Familie des jungen Allardyce... Oder kann ich es damit vielleicht anzünden? Nein. Okay, wir brauchen irgendwas. Vielleicht das Trockenfutter? Brennt das? Nein. Der angeknabberte Notizblock vielleicht? Nein. Dann können wir jetzt mal die Flamme angucken. Vielleicht sagt er ja, was er braucht. Das Gas brennt mit einer schönen, gleichmäßigen Flamme. Und weil es verbrennt, riecht es auch nicht mehr. Okay, er sagt aber nicht, was er braucht, um das, ich muss nicht auf die Flamme? Warte mal. Entzünde den Karton. Ich glaube nicht, dass der Karton gut brennt. Zumindest nicht so gut wie Papier. Aber doch länger als Papier. Notizblock. Ja, ich könnte das Feuer wohl mit Hilfe des Papiers bis ins Lehrerzimmer bringen. Aber da sollte dann schon ein vorbereiteter Kamin auf mich warten. Tut er doch. Da wartet doch ein vorbereiteter Kamin auf dich. Ja. Hä? Was, hä, was fehlt denn da noch? Betrachte den Kamin. Das ist ein guter Anfang. Allerdings Ach so. Kann ich das Holz nicht direkt anzünden. Es ist zwar trocken, aber so leicht fängt es dann wohl doch nicht an zu brennen. Ja, gut, das stimmt. Wollen wir den da reinstopfen? Nein. Das Trockenfutter? Ah ja. Den leeren Hasenfutterkarton brauche ich wohl nicht mehr. Ich synchronisiere das mal eben nach. So. Aber wir können mal gucken, ist es jetzt fertig? Oder fehlt immer noch was? Papier, Holz, fehlt nur noch Feuer. Wunderbar, das holen wir jetzt. Haben Sie eventuell ein Streichholz, Direktor Block? Nein, wir wissen doch, wie wir es holen. Sie sind Diplom-Magier, Professor. Der Feuerzauber gehört zu Ihrer Grundausbildung. Ja. Ja, natürlich. Oder gab es etwa Lücken in Ihrer Ausbildung, über die ich informiert werden müsste? Nein, alles klar. Ich, hole nur meinen Zauberstab. Genau. Mist. Ich habe keine Ahnung, wie man Feuer herbeizaubert. Egal. Wir wissen ja schon, wie wir das Feuer holen. Mit dem Notizblock hier zünden wir an, dann rennen wir ins Lehrerzimmer. So, Notizblock. Entzünde irgendwas. Hoffentlich das Richtige. Ich reiße ein Blatt aus dem Notizblock in Streifen. Die sollten ausreichen, um das Feuer bis zum Kamin zu bringen. Sehr gut. Versuchen wir es. Ja. Jetzt aber schnell. Jetzt aber schnell. Entzünde den Kamin. Go, go, go. Wilbur, 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 Wilbur. Geschafft. Yes. Nun mach schon. Brennen. Haben Sie etwas gesagt, Professor Wetterquarz? Ich bin nur gerade dabei, Feuer zu beschwören. Mit meinen magischen Fähigkeiten. Genau. Oh, Feuer. Komm herbei. Oh. Dafür bräuchte ich noch den Blaseball. Sagt der Herr Professor, fackeln Sie uns nicht gleich den ganzen Turm ab. Verzeihung. Über das Ergebnis kann man sich nicht beschweren. Aber wie kann es sein, dass ich Feuer beschworen habe, obwohl ich nur mit dem Stab herumgefuchtelt habe?
Das gefällt mir nicht. Du bist wohl doch ein Magier. Betrachte das Feuer. Ein prasselndes Feuer. Man spürt schon, wie es im Raum langsam wärmer wird. Aber die Wärme ist nur ein positiver Nebeneffekt. Das Feuer soll mich zur verschwundenen Bibliothek bringen. Genau, und das wird es in der nächsten Folge tun. Ich danke den drei Leuten, die ihm ab und zu mal zuschauen, sehr fürs Zusehen und allen anderen auch. Und bis zum nächsten Mal bei The Book of Unwritten Tales 2. Macht's gut. Tschüss, Jan.